Also, die Prüfung in diesem Semester, Prüfung im Sommersemester 2024. 19.08. ist Abgabe für Sie, 18 Uhr mitteleuropäische Zeit. In diesem Ordner liegen drei verschiedene Dateien drin. Gucken wir uns die Aufgaben an. Erinnern Sie sich dran, Internet der Dinge, ne? Eine Sammlung von Begriffen, was das denn sein könnte. Und es ändert sich permanent, ne? Also irre viele Worte, irre viele Definitionen. Und Ihr Auftrag ist relativ einfach. Sie sollen eine Reflexion schreiben. Reflexion heißt, Sie fragen sich, was habe ich gelernt? Was ist das Internet der Dinge und wozu dient es? Das habe ich hier aufgeschrieben, ne? Also das Konzept ist eben schon viele Jahre da. Es hat sich teilweise durchgesetzt, teilweise hat sich nicht durchgesetzt, je nachdem, wie man das jetzt so betrachtet. Aber es gibt verschiedene Aspekte da und Sie sollen eben einen Aufsatz schreiben, einen kurzen Aufsatz in Deutsch. Dieser Aufsatz soll am Ende 8.000 bis 10.000 deutsche Zeichen haben. Also Sie denken bitte dran, wenn Sie zum Beispiel auf Chinesisch vorschreiben, das können Sie gerne machen, Sie können auch gerne mit KI übersetzen, das ist überhaupt kein Problem. Sie können auch alles überarbeiten lassen mit KI-System, auch kein Problem. Dann habe ich aufgeschrieben, worum es geht, ein bisschen, Sie müssen definieren und wozu es gut ist, das Internet der Dinge. Dann eben historische Entwicklung ein bisschen, da haben wir eben ja die vielen Definitionen gesehen. Dann die Anforderungen, die wir ja schon umfangreich diskutiert haben, ne? Und dann ein bisschen zur Umsetzung, ne? Das, was man eben so zu tun alles hat. Bitte machen Sie einen vernünftigen deutschen Text. Bemühen Sie sich bitte darum, es ist wirklich nicht allzu schwierig, heutzutage mit den modernen Übersetzungswerkzeugen, mit den KI-basierten Werkzeugen zu machen. Aber lassen Sie nicht den Text von der KI schreiben. Ich werde mir auch Mühe geben, das zu erkennen. Achten Sie auch darauf, dass Sie keine Plagiate haben, also einfach was reinkopiert haben. Das sollte bitte nicht der Fall sein, ne? Das heißt, ich werde mir das dann durchlesen und werde den Text beurteilen. Ich möchte eben erkennen, ob Sie was verstanden haben und wenn ja, was das ist. Wenn Sie KIs einsetzen, dafür habe ich Regeln aufgestellt. Es gibt zwei Dateien, wo ich beschrieben habe, wie umzugehen ist. Eine Selbstständigkeitserklärung gehört natürlich rein. Die Selbstständigkeitserzählung wird nicht mitgezählt bei den Zeichen. Zweite Aufgabe. Okay. Habe ich was ganz Kleines bestellt für 3 Euro, also für 4 Euro. Und dann guckt man sich mal die Lieferung an und fragt sich, was ist denn da alles so entstanden? Klar, ich kriege einen Umschlag. Ne? Auf dem Umschlag sehen wir schon wieder zwei große Barcodes. Ja, das kann man sehen, von wem das, wer das gemacht hat. Das war DHL. Das ist die Vorderseite und auf der Rückseite sieht man eben, dass so eine Aufreißkante, da kann man eben den Umschlag öffnen. Dann macht man den Umschlag auf, ne? Also ist das die Innenseite von dem Umschlag, ne? Der Umschlag ist offen eben, das ist die Aufreißkante. Und dann sieht man eben dieses hier, so mit so einem QR-Code und fragt natürlich, aha, noch ein Code, was soll das denn? Dann geht man weiter. Man denkt sich, ah, in dem Umschlag ist ein bisschen schlicht fotografiert, ist aber nicht weiter wichtig. In dem Umschlag selber ist etwas drin, nämlich ein Rücksendelabel. Ne? Und da sind auch schon wieder Codes drauf. Ein fertiges Rücksendelabel für die Retoure und offensichtlich wird hier Hermes benutzt. Und dann guckt man rein in das Produkt selber. Ne? Das Produkt selber sind einfach nur diese Kleber hier. Da ne? Gibt natürlich ein Produktblatt, muss dabei sein. Und das Produkt selber ist an der Plastiktüte. Und auf der Plastiktüte ist schon wieder ein Barcode. Ich habe den Barcode mal schön groß gemacht für Sie, damit Sie das auch entsprechend sehen können. Und wenn man den Barcode umdreht, also das Etikett umdreht, von der anderen Seite sich anguckt, ne, dann sieht man das hier. Ja, der Auftrag ist ganz einfach. Das ist ein kleiner Auftrag für 4 Euro. Irre viele Zeug ist entstanden. Analysieren Sie dieses Arbeitsmaterial, was ich Ihnen jetzt hier in dieser Präsentation gegeben habe. Erklären Sie diese einzelnen Codes, was bedeuten die? Das lässt sich alles rekonstruieren, das ist also wirklich ganz eindeutig. Also keine von den Codes ist nicht erklärlich.
Erklären Sie die Zusammenhänge, wozu sind die gut, was macht man damit eben und warum gibt es denn so viele? Ne, weil ich wollte ja nur 6 Kleber haben, ne, um die Luftmatratze zu reparieren. Ne, erklären Sie es. Erklären Sie, was das alles ist und wozu man es braucht. Haben wir hier noch eine kleine Aufgabe? Ganz aktueller Artikel, Wirtschaftswoche vom 21. Juni 2024, also ist wirklich noch kein Monat alt, basiert auf einer Pressemitteilung der dpa. Ich habe das Ding gefunden, ich habe auch ich sammle ja immer permanent Material, versuche immer meine Vorlesung auf dem neuesten Stand zu haben. Das heißt, ich habe dann diesen Beitrag gefunden, Barcode wird 50, 6 Fakten. Der Text ist hier, ne? Eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten. Wenn Sie hier sehen, so ein paar Pünktchen, ich habe das etwas für Sie gekürzt. Ich habe mir das durchgelesen und gedacht, uiuiuiui, ne? Das haben aber keine Experten geschrieben oder es haben Leute geschrieben und kein Experte hat es nochmal durchgelesen. Da wird ein Experte, der Kollege Rüschen, erwähnt. Der Herr Rüschen ist ein Experte, aber ist Experte für Handel und kein Experte für Identifikationstechnik oder Auto-ID oder Kommunikationstechnik oder sowas. Ja, also der Beitrag enthält mehrere unwahre Aussagen. Aussagen, die vielleicht falsch sind, unklar, ungenau sind oder auch einen falschen Bezug herstellen. Das sollen Sie jetzt analysieren und sollen feststellen, was ist darin nicht richtig. Das heißt, Sie müssen einerseits den deutschen Text verstehen. Sie können natürlich wieder mit KI-Hilfe sich alles möglich übersetzen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann gibt es eine Antwort. Dieser Satz oder dieses Statement, dieser Teil des Satzes ist falsch, weil, und dann erklären Sie es. Alle durchnummerieren und fertig. 3 Aufgaben. Ne? Eine Reflexion. Eine eher technische Frage. Wozu dient das alles? Und eine Verständnisaufgabe.